Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Brave Conquest. Beim letzten Mal wahnsinnig viel nachgeholt, was ich gemacht habe, während ihr nicht dabei wart. Und jetzt geht's weiter. Ja, hören wir uns einmal die Oase. Hier ist es wirklich wunderschön. Allein der Anblick des kristallklaren Wassers entspannt mich und lenkt mich vom Krieg ab. Es tut gelegentlich gut, es tut gut, gelegentlich Pausen einzulegen, aber ihr solltet nicht vergessen, dass wir zur Ausbildung hier sind, meine Dame. Verbetreten. 17 Stunden. Abartig. So, nächste Scheibe mal frei. Für 2.500. Neue Gegner. Stufe. Stufe. Einfach nur Stufe. 19. Von hinten wieder, ja, aber klar. Ist eigentlich egal, glaube ich. So. Oder doch nicht so egal? Ja, doch egal. Meine Einheiten sind sehr, sehr stark. Mit 3 Sternen. So, wir nehmen Edelsteinchen mit. Ein paar links nur. Hier ist ja nichts gewesen. Lächerlich. Nur 2 Gegner. Wow, die hätten sich echt schenken können. Auf die hätte ich verzichten können. Ich würde ganz gerne einen zweiten Steinbruch nehmen. Das wäre ganz cool. Gut, das sind easy Gegner, wenn die alle vor mir stehen. Alles auf einmal. Voll drauf geballert auf alle. Yeah. Schön, schön, schön. Ein weiteres Gebiet erkundet, aber es war überhaupt nichts dort. Wir haben übrigens hier noch ganz viel lange Blablabla-Krams. Ich denke, ich kann da mal kurz alle durchklickern. Ja, alles, was ich hier gemacht habe: Architekt des Schmieds, blablabla, lange ein Level 5 Steinbruch, lange Level 5 Läden, blablabla, Level 21er Held, 5 Truppenmale. 21er Truppe, 1050 Arena-Punkte, 5 Halle der Ehre, erlange eine. Ja. Ihr wisst schon. Hab nur leider keine Leute. So, nächste. Mo, Brüder sind hier. Yo, wird heute hier sterben. Ich spüre meinen sorgfältig geplanten Hinterhalt. Das tut weh. Lasst uns die Dinge auf den Kopf stellen. Unsere Hauptkräfte zuerst auf diesen überwucherten Bullen konzentrieren. Hier ist wieder nichts, ne? Gar nichts. Voll die Verarsche hier hinten, ey. Level 30 brauche ich als nächstes. An hier geht's auch noch lang. Gut, dann kämpfen wir es mit den 29ern. Sonst wäre ich echt enttäuscht gewesen. 3 Level gemacht und nichts dazu bekommen. Darüber wäre ich sehr traurig gewesen. Ich heule schon. Schniff. Eure Heilung bringt euch auch nicht viel. Meine Bogenschützen sind tödlicher denn je. Präzise wie eh und je. So, nehmen wir das Kistchen mit. Ding, 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 ding. Schon wieder ein Goldschlüssel. Wird irre, ey. Allianz, wir brauchen meine Hilfe. Bam, allen helfen. Und wir kriegen dafür immer Punkte, ne? Das ist voll geil. Okay, Level 30. Goblin Chef.
Level 20, keine Ahnung. Warum steht da schon wieder 30 drüber? Das verstehe ich immer nicht so richtig. Das ist komisch. Ist das voll widerlich, Alter. Einen königlichen Ritter nehmen wir mal mit. Die wahnsinnig tanky sind. So, zack und no. Oh, der kann gar nicht eingefroren werden. Das ist ja bescheuert. So lächerlich, dass die immer meine Truppen fokussen müssen. Ja, so verliere ich natürlich, wenn sie alle meine Truppen instant ausnocken und der sogar AOE Schaden machen kann. Sicher, sicher. Die lassen sich immer CC'en. Aber ich werde natürlich CC'd, selbstverständlich. Ich kann unterbrochen werden. Die natürlich nicht. Ja, dann nach oben gestoßen werden. Werde zurückgestoßen. Interessant. Sehr interessant. Natürlich, mein Skill haben sie unterbrochen. Sehr gut. Immer wieder sehr schön. Uff. Schön, dass ich 2 Tage lang gespielt habe, um dann einfach beim nächsten Gegner zu verlieren. Stufe 30. Ja, ich kann leider meine Einheit nicht weiter aufrüsten, weil hier einfach die Upgrades fehlen. Sehr bedauerlich. Halskammer, geh mir die auf die Nerven, ey. Na, da ist Königin, hey. Wir können jemanden einfrieren. Können wir die auch noch fix auf Level 10 bringen? Boah, das ist immer so ruckelmus, macht überhaupt keinen Spaß, ey. Hier ist wieder alles in Ordnung. Unterstützungstrefferpunkte plus 2%. Naja. Naja. Gibt Schöneres, wa? Da ich irgendwie das Gefühl habe, dass die mich irgendwann. Achso, der wird verbessert gerade mal. Im Gange, du kannst das nicht machen. Leck mich. Und die Truppen? Aber ja, ich habe immer das Entwickeln 1, Entwickeln 2. Alter, das war doch vorher nicht dabei gewesen, oder? Ich habe das Gefühl, die könnten mir das alles klauen irgendwie. Da hätte ich mal überhaupt gar keinen Bock drauf. Wird verbessert, man. Natürlich ist es im Gange, was sonst? Dann halt die hier. Warum quatsch hier rum? Machen wir sie mal Maximum. Das, was geht. Genauso wie die hier. Kostet nur wahnsinnig viel. 150.000. 170.000 hat es gekostet, einen auf 25 zu bringen. 25, ne? Ich glaube, 40 ist Maximum. SPS und lange Reichweite. Das Zeug kriege ich eh immer wieder ohne Probleme. Das ist jetzt nicht so. Das Gold würde ich ganz gerne auch noch irgendwie ausgeben, aber leider geht es nicht. Wobei, hier könnte ich ja was machen. Ah! Ah, tut das weh. Ah, ich brauche gar kein Gold dafür, ich brauche das. Ach, schade. Dann mach's bei den Kavalieren. Ah, das geht nicht. Aber ich muss das erstmal aufrüsten. Ja, na. So einfach geht's. So einfach gehen die Ressourcen weg. Trophäen haben wir noch 2 Stück. Die Eiskönigin und halt Truppenanzahl. Level 25. 5 Stück. Erkunden können wir wieder was machen. Und was ich machen wollte, ist auch noch die Dinger hier verbessern. Ja, dass ich jetzt noch mindestens einen mehr reinpacken kann. Ja, der letzte ist leider mit 100. Machen wir Betrieb rein. 8 Stunden. Auch hier. Eins dazu.
Mithril. 10 Mithril kriegen wir dann. Machen uns überall noch eins dazu. Damit wir überall eins zusätzlich reinpacken können. Bisschen Kürbiskuchen, bisschen Weizen. Pipapo. Was kann ich eigentlich hier machen? Achso. Irgendwas mit der Flagge. Machen wir auch noch eins zusätzlich. So, ich habe immer noch so viele Edelsteine. So, müssen wir ausnutzen. Okay. Hier haben wir Quests fertig. Ja gut, das ist irrelevant für euch jetzt. Ey, es sind so viele Nebenmissionen. Ich hätte nie gedacht, dass es so viele sind. Ich krieg die gar nicht mehr erledigt. Ich spiele den ganzen Tag und ich krieg sie nicht runter, die Mission. Das ist irre. Kriegst du da gerade bekommen? Also, habe ich irgendwie auch noch nicht weitergemacht. Kam ich irgendwie noch nicht dazu? Alter. Die Schlüsse gehen mir voll auf die Eier. Dermaßen gehen sie mir auf die Nerven. Aber gut. Bauteam ist erstmal beschäftigt, alles andere auch beschäftigt. Ich würde sagen, das war es erstmal gewesen mit einer weiteren Folge Brave Conquest. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder ein bisschen kürzer. Aber so ist es dann halt. Ja, mehr kann ich hier. Wobei, doch, hier kann ich was machen. Ach, ich mache noch weiter, Leute. Kein Thema. Wieder ein Wachturm, okay. Level 28, nächstes Level also. Level 29, Level 40. Hust. Hust, Hust. Na gut. Na, können wir doch noch kämpfen. Ist doch noch nicht vorbei. Können wir noch die drei Gegner ganz kurz wegnieten. Kommt schon wieder welche von hinten, ey. Ich mach mich irre. Aber nur Bogenschützen. Von allen Seiten werden wir beschossen. Ja, ein bisschen Gold mit. Ah gut. Na, hier gegen die Bananen habe ich gerade keinen Bock mehr zu kämpfen. Meine lieben Freunde, wir machen an der Stelle kurz eine kleine Pause. Wir sind zum nächsten Mal bei Brave Conquest. Bis dann. Ciao, ciao.